Grüße I Gamri and welcome hier zur PokéM 2021. Zweiter Spieltag, um genau zu sein. Letzter Spieltag, Spieltag Nummer 1, gespielt gegen Lars, gegen El Scissor. Und ich will hier nicht spoilern, deswegen schaut euch auf jeden Fall die Playlist auf meinem YouTube-Kanal an zur PokéM 2021. Ich sage euch, das war ein sehr cooles Einstiegsspiel auf jeden Fall. Ich habe, wie ich finde, okay, ich habe viele Missplays gemacht. Und auf seiner Seite war sehr viel Pech mit dabei. Aber scheißegal, deswegen bin ich gar nicht hier. Wenn ich gegen El Scissor es schaffe, nur ein 1-0 rauszudrücken, dann bin ich sehr gespannt über die restliche Zeit der Gruppenphase. Heute habe ich mich dazu entschieden, so den, so als Schal mal so raushängen zu lassen und so. Ihr wisst ja, was da tief für eine Flagge eben da drauf ist. Ich wollte gerade sagen, ich finde es auch ein bisschen rotzefrech, dass dieser Kiltane mich überhaupt bisher noch gar nicht erfahren gewünscht hat, obwohl ich das vor 15 Minuten, als wir den Kampf begonnen hatten, schon geschickt hatten. Teambuilding gibt es natürlich selbstverständlich in der Videobeschreibung. Das heißt also, falls ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr da nachvollziehen, wieso ich hier welches Team gebaut habe. Ich würde sagen, er könnte sogar theoretisch mit Kobalion leaden, kann ich mir sogar vorstellen. Das Gute ist, er hat halt nur so Aerodactyl als möglicher potenzieller Rocker und so. Deswegen, ich kann mir sogar vorstellen, hier einfach in Juxi reinzugehen, weil, guck mal, der sieht, ja, Selfie sieht gar nicht mal so schlecht aus gegen sein gesamtes Team. Also werde ich hier mal in Selfie halt eben reingehen. Wie ich finde, auch ein sehr cooles Team. Vor allen Dingen halt eben das Klavion. Ich bin sehr gespannt, was das Klavion hier liefern wird. Also wenn ich damit durchkomme, ich einen Kill oder sowas hole, ja, dann möchte ich Pokale gewinnen. Dann möchte ich Pokale von euch zugeschickt bekommen. Weil das ist ja der Wahnsinn, was ich mir da mit Klavion überlegt habe. Das ist ja kein Schwein, sowas jemals. So, was ist dann los bei ihm? Beim Kiltane? Eingeschlafen wahrscheinlich. Möchte wahrscheinlich am Team, am Kampf beitreten. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Schwalboss. Habe ich, glaube ich, im Teambuilding auch gesagt gehabt. Da weiß ich halt eben nicht, ob der physisch oder speziell spielt. Je nachdem wird halt entweder Gaslord ein guter Switch in das Pokémon sein oder halt eben eher so ein minimal guter. Weil wenn er zum Beispiel Bandit ist und U-Turn drückt, ja, dann wird mein Schlinking auf einmal selber halt eben weggeschlinkt. Aber ich habe ja noch theoretisch dafür beispielsweise Morlord, der sich da irgendwie noch drum kümmern kann und so, falls der irgendwie unterwegs ist als Physical Attacker. Aber ich bin eigentlich tatsächlich bei diesem Matchup wohlauf, muss ich sagen. Doch, wohlauf. Ich will ja unbedingt die Rocks rausbekommen, vor allem weil, ja, Defog-technisch zumindest, dass hier halt eben blöd bei ihm aussieht, zumindest Defog-technisch. Und wenn ich die Rocks draußen habe, auf alles halt eben Chip zu bekommen, auch damit mein Klavion da am Ende wegrasieren kann, aber natürlich auch mein Mega Gyarados durchrasieren kann, ist da sehr wichtig. Guck mal, es geht los. Mal, womit leadet der denn? Er leadet mit Indeedee, bringt also schon mal direkt Psychic Search halt eben draus. Ich habe sogar überlegt, hier Steel Roller zu spielen auf Gazelord, aber ich glaube, das war ja, das wäre ein bisschen zu crazy gewesen. So, gegen mich wird er jetzt hier kein, ja, kein, wie heißt es nochmal, Expanding Dong drücken. Könnte jetzt auch irgendwie hart rausgehen. Ich hätte, wie gesagt, ziemlich gerne die Rocks. Also will ich hier erstmal direkt auf die Rocks gehen. Die werden schon ziemlich geil. Vor allem das Mega Aerodactyl sitzt da. Der könnte hier die Boots drauf haben, aber ob er das möchte, glaube ich eher nicht. Ich drücke hier einfach die Rocks. Ich bleibe bei meinem Plan. Ich drücke die Rocks. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, obwohl ich hier aus dem VGC komme. Ich will das jetzt auch gar nicht nachschauen, wie das nochmal war mit Psychic Terrain und wenn ich Schwebe habe. Ich glaube, das war so, wenn ich Schwebe habe, werden meine, das kann ich sogar nachschauen, ne? Dann werden meine doch gar nicht, genau, meine werden gar nicht geboostet. Ja, okay. Ich dachte, der Gegner dürfte irgendwie nicht schweben oder, keine Ahnung, hast du nicht gesehen. Mal gucken, wie heute die Performance so sein wird. Wie gesagt, Spieltag 1 war, oh, okay, er bleibt drin. Mystical Fire, möchte direkt meine Special Attack halt eben droppen, aber da bin ich komplett fein mit. Er ist Life Orb, Indeedee, jetzt wird schon crazy. Jetzt fange ich schon an, hier alles Mögliche zu verlieren in meinem Kopf. Der ist Life Orb auf dem Teil. Okay, Moment. Er hat jetzt eine Mystical Fire reingesetzt, ne? Guck mal, die Sache ist, ich könnte jetzt auch U-Turn drücken, wenn er jetzt halt eben drin bleibt. Wir haben gesehen, ich bin schneller, ich bin ja auch Speed invested. Mache ich ihm ein bisschen Schaden, vor allem, weil er nicht defensiver ist. Sollte das moderat guten Schaden machen. Guck mal, 41%, der verabschiedet sich ja gleich schon. Aber was, wenn er jetzt Dazzling Gleam drückt? Dachte er, ich gehe hart in das Klefki raus? Ach, scheiße, wäre ich mal drin geblieben. Ich habe überlegt, Toxic oder so zu drücken. Guck mal, Mystical Fire, ungünstig für ihn. Was ist, wenn er jetzt auf Dazzling Gleam geht? Ich will nicht jetzt schon anfangen zu kalken, aber ich mach's jetzt schon. Ach komm, koste es, was es wolle. Zeit kostet ihm das wahrscheinlich. Indeedee. So. Nee, Choice Backs ist das natürlich nicht. Life Orb. Der Dazzling Gleam, der macht ein bisschen Damage und der ist halt eben schneller, ist halt die Sache. Das kann ich also nicht riskieren. Gefällt mir jetzt schon nicht. Ich glaube aber, Morlord sollte da nicht so viel bekommen, weil er Full HP halt eben ist. Aber wenn er Expanding Dong drückt. Alter, der. Oh, warum bin ich nicht einfach drin geblieben? Warum habe ich mich. Ach, das ist doch schon wieder eine Scheißsituation. Geht er jetzt auf? Ich glaube, ich muss es riskieren, ne? Oder ich gehe einfach. Ach, diese Prediction-Scheiße geht doch jetzt schon wieder los. Weiß ich, möchte jetzt schon wirklich wieder abkacken. Kann ich den Tab schließen? Kann ich hier mit irgendjemand anderes kämpfen oder so?
Klefki kann ich nicht gehen. Jetzt schon die Weakness Policy aktiviert zu bekommen, bei minus 1, was ich dann reingedrückt bekomme, ist scheiße. Garados nimmt zu viel Schaden. Ich muss es eingehen. Bitte drück kein Dazzling Gleam. Bitte nicht. Okay, super. Super geil. Weil der nächste Dazzling Gleam macht nicht so viel Schaden. Danke, dass er es nicht getan hat. Knockoff will ich nicht gehen, weil er Justified ja auf diesem Mistvieh halt eben hat. Ich könnte einfach auf D-Claw gehen. Hätte ich gesagt. Oder soll ich doublen? Weil er. Aber er ist halt schneller, ne? Er könnte jetzt auch einfach trotzdem drin bleiben. Ich möchte es, glaube ich, nicht riskieren und gehe einfach trotzdem auf Dragon Claw. Genau, damit killt er mich nicht, haben wir gerade eben gesehen. Damit ist zumindest das Indeedee schon mal down. Psychic Terrain holt er also nicht mehr raus. Für sein Starmie beispielsweise, was sehr schön ist. Sehr, sehr nice. Aber er bringt jetzt halt eben for free beispielsweise sein Kobalion rein. Ich überlege da in Quagsire zu gehen. Was kalke ich das jetzt eigentlich schon? Der ist überhaupt noch gar nicht. Okay, ich sollte vielleicht jetzt anfangen zu kalken. So, ja, guck mal, der Close Combat, der kitzelt. Das ist so, weißt du, ein bisschen Teasing ist das. Das ist, macht ja gar nichts. Das ist ja lachhaft. Aber was macht er denn gegen meinen Juxi, weil der auch schon ein bisschen angehittet ist? Das ist ja noch viel weniger. Das ist ja peinlich. Mal gucken, ob er Volt Switch drückt. Oder, weil die Sache ist, kann er auch EQ auf dem drauf haben. Da will er es, vor allem nicht, wenn ich auf plus 1 bin, eigentlich riskieren. Ich glaube, der wird jetzt hier einfach aufs CC gehen. Ich glaube, das kann er sich nicht, das kann er sich nicht erlauben, dass er hier nicht, auf CC geht. Ich glaube, Iron Head killt mich auf jeden Fall nicht, weil dafür bin ich einfach zu fett. Dafür habe ich viel zu viel KP, das wird auf gar keinen Fall hier der Fall sein. Ja, und guck mal, so ein Psychic tut halt eben auch ganz schön gut rein. Ja, er drückt sogar CC, genau wie ich es mir vorgestellt habe, sehr schön. Und jetzt, weil er hier eigentlich nicht drin bleiben möchte, könnte ich einen Toxic droppen. Weil warum sollte er jetzt hier drin bleiben? Warte mal, ich betreibe mal jetzt ein bisschen Ahnenforschung hier, pass mal auf. Also, jetzt wird hier alles nachgeschaut. Das war ein erfolgreiches Teambuilding, wie man sehen kann. Kobalion. Jetzt mal ein bisschen. Was hat denn der so für Möglichkeiten? Ich gehe mal auf zum Beispiel Dark-Type-Attacks. Das ist schon mal gar nichts. Da freut sich Juxi. Was geht denn hier so auf Ghost-Type-Attack? Gar nichts, das wüsste ich aber. Ja, also ganz ehrlich, er könnte wahrscheinlich nur Exosor oder sowas haben als Käferattacke, aber als. Ja, genau. Oder Megahorn. Ah, Megahorn kann ich mir aber vorstellen. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich tue Toxic. Hier will er doch nicht drin bleiben. Ein Psychic könnte. Warte mal, Psychic minus 1. Ja, das böllert schon. Ich weiß nicht, ob er unbedingt halt eben den so angechippt haben möchte, ganz ehrlich. Aber vielleicht will er auch jetzt auf diese Chance gehen und. Aber er könnte mich nicht rausnehmen. Ist halt auch wieder so die Sache. Was, wenn ich U-Turn darauf drücke? Ich drück mal U-Turn einfach für Momentum. Megahorn kann auch daneben gehen. Das kann ich nicht machen nach dem Kampf gegen Lars. Ich jetzt gleich wieder darauf gehe, dass er irgendwas misst oder so. Ja, aber geht sogar wirklich auf Megahorn und killt mich nicht. Oh, wäre ich auf Psychic gegangen. Ey, so, was machen wir denn jetzt? Ich kann jetzt einfach in Toxtricity gehen und ihn nicht rausnehmen, weil ihn da nichts killt. Das ist doch ein ganz guter Plan. Oh, yo! Okay. Alles klar, wir haben einen Plan. Der könnte in Electrowire gehen, aber, ne? Was, wenn ich das predikte, indem ich jetzt Boom Burst drücke? Alter, 182 Base Power. Was ist das denn? Damit kannst du Hiroshima nochmal zünden. Was machen wir denn? Kann ich das riskieren? Der weiß jetzt, dass ich Scarf bin, so, ne? Der weiß aber auch, dass er nach einem Overdrive halt eben sterben wird. Wenn er jetzt in sein Electrowire geht und sich da Motor Drive halt eben holt, ist auch scheiße. Nein, er bleibt drin! Was machst du denn? Ja! Ja, als ob! Das ist ja. Also, Wales, also, das ist. Oh, es tut mir so leid. Also, es. Das, scheiße, das wird bei mir. Keiner möchte mehr gegen mich spielen. Die haben alle das Gefühl, ich spiele Blendpuder auf dem Pokémon. Das tut mir. Ach, man soll nicht darüber lachen, weil natürlich ist das scheiße. Guck mal, der hat mich jetzt locker rausgenommen. Natürlich ist das absoluter Bullshit, dass das passiert. Und der wird jetzt wahrscheinlich auch im Video da sitzen und sich komplett aufregen. Ich würde es nicht anders machen. Ey, wenn mir das passiert, ich würde meinen Stuhl hier direkt wieder da zurückschicken, wo er hergekommen ist. Das tut mir so nice. Also nein, es. Ja, man entschuldigt sich ja nicht für Hex, weil man kann ja selber nichts dafür. Aber ich entschuldige mich sozusagen dafür, dass. Es kann nicht sein, dass Lars zwei Moves misst und das so wichtig war und er jetzt auch. Gott. Also, nee. Ich bin surprised darüber. Ja, ich glaube, der ist auch selber jetzt gerade sehr surprised darüber. Kann es gerade gar nicht mehr fassen. Okay, geht in Starmie rein. Mal gucken, für Schaden wir gegen Starmie halt eben drücken. Vielleicht ist er auch selber halt eben Scarf of Scar. Alter Finne. Ich brauche auch gar nichts riskieren. Ne? Ich könnte einfach in Quagsire reingehen. Was soll er denn gegen das Quagsire machen? Hochheime Genesung, maybe? Oh, er ist aber Live-Op gewesen. Geil, er ist raus. Bekommt jetzt nicht eigentlich sogar. Toxicity den Kill? Muss ja, weil er den letzten Schaden gemacht hat. Er war selber auch noch live auf. Alter, dass es trotzdem so viel Schaden macht, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Krass.
Ja, ich hatte Angst gehabt, dass er selber Scarf ist. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht eingehen, deswegen bin ich halt rausgeswitcht. Selbst wenn er jetzt gestorben wäre, wäre das okay gewesen. Hm. Ja, wie gesagt, das wollte ich einfach nicht riskieren. Ich hätte auch hart in Gazlord gehen können, aber also in Inia, aber das wollte ich jetzt nicht riskieren. So, jetzt kommen wir hier zu einer großen Gefahr. Jetzt bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich habe es im Teambuilding gesagt, der ist so gescarft, dass ich ein gespeedcreeptes Mega Aerodactyl, was gespeedcreept ist, auf ein Fullspeed Boreos outspeede. Das muss er eigentlich spielen. Aber das Gute ist, ich habe immer noch Klefki. Das heißt, falls es nicht so sein sollte, kann ich in Klefki reingehen, Iron Defense drücken. Ich überlebe auf jeden Fall safe einen Move. Also, stimmt. Warte mal. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, auf plus 2, dann bringt er die Weakness Policy und so weiter. Dann bin ich halt eben hier auf plus 2, plus 2. Und dann, yo, also das ist schon... Okay, ich glaube, ich habe einen Plan. Dann werde ich, glaube ich, Morlord sacken, weil, guck mal, der wird auch gegen Electrowire sterben und so weiter. Das ist also, glaube ich, noch in Ordnung. Ich drücke einfach Scald für den Fall, dass er jetzt irgendeinen Schnelligens macht, aber dann bleibt er auf EQ. Ansonsten ist Toxicity noch sehr wichtig. Doch, gegen, weil ich dann einfach... Na, Electric Spam ist was anderes, ne? Electric Spam kann ich immer noch nicht machen. Gyarados stirbt an der Stone Edge. Soll ich das jetzt schon machen? Ich kann durch und durch fegen dann. Ist jetzt die Chance gekommen, wo ich das... Warte mal. Ich gehe dann... Doch. Das kann funktionieren. Aber ich habe Angst vor dem Swallow, falls der wirklich Heatwave da drauf spielt. It's time, Alter, bring ihn rein, John Cena, let's go, Iron Defense, here we go, er denkt sich jetzt so, was ist hier los, vielleicht dachte sich jetzt, ich drücke nämlich Magnetflug, pass auf, ich kann mich doch kaum minden gegen den, oder nicht, Electrowire, weil ich mache mir doch mit Draining Kiss dann irgendwann sehr viel Schaden, guck mal, wenn er physisch mit dem EQ halt eben drückt, Alter, ich drücke jetzt kaum mind, let's go, warte mal, wenn das jetzt hier funktioniert, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ich bin nervös. Ich zitter gerade. Ey, wenn das funktioniert. Okay. Nicht ausrasten, Marcel. Nicht ausrasten, Marcel. Ich kann aber noch einen Crit bekommen. Was macht der? Er drückt EQ. EQ. Ist okay. Ist okay. Aber jetzt kommt die Weakness Policy. Ist voll okay. Er ist auch live auf dem Teil. Die Sache ist, ich werde wahrscheinlich nicht... Nein! Das ist jetzt eine Roll. Das ist jetzt eine Roll. Das ist eine Roll. Das ist eine fucking Roll. Ich muss die Roll jetzt gewinnen. Draining Kiss. Ich muss die Roll gewinnen. Bitte, bitte, bitte. Wenn es da draußen einen Gott gibt. Bitte, wenn es da draußen einen Gott gibt. Bitte, wenn es da draußen einen Gott gibt. Bitte, gib mir das jetzt. Komm schon, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Das... Dass der 49% aber auch gemacht hat. Durins Sohn nennt er das auch schon zurecht. Ich könnte kotzen im Strahl. Weil ich kann ihn jetzt, glaube ich, mit nichts rausnehmen. Aber ich muss... Nee, warte, ich bin muss ich nicht schneller sein mit Gyarados. Fuck! Boomburst nimmt ihn aber raus. Außer ist irgendwas anderes. Nee, Boomburst wird ihn auf jeden Fall rausnehmen. Shit! Oh, wenn das funktioniert hätte, ich... Oh Mann, ey. Ich hätte Geschichtsbücher, ich hätte... Weißt du, ich hätte die Poke-M nochmal neu geschrieben. Das ist ein ganz neues Blatt, Alter. Und kacke, wenn das funktioniert hätte. Hallo Aerodactyl, ich habe schon auf dich gewartet. Ich sacke jetzt meinen Yuxi. Ich hoffe, da passiert jetzt keine Scheiße. Ich mach doch eigentlich... Habe ich schon... Nee, noch nicht gecancelt. Aerodactyl. Moment. Ach nee, ja. Hätte ich gedacht, weil... Ja, der hat keine schlechtes Bedef. Aerodactyl ohne Mega wäre natürlich nochmal was anderes halt eben gewesen. Gaslord möchte ich noch gerne behalten für das Swallow. Ich weiß immer nicht, was für ein Swallow das halt eben ist. Ich sacke jetzt meinen... Was bringt... Doch, klar, damit ich mich dann... Genau, ich kann jetzt free auf Elektroattacken gehen. Ich sack mein Yuxi, bring das Toxicity wieder rein. Er muss gespeedcreept sein. Wenn er das nicht ist... Und hier ist schon viel passiert in dem Kampf. Wenn er das jetzt gleich nicht ist, okay? Okay, ja, ich sack ihn jetzt halt eben. Rock Tomb sogar. Mach, was du für richtig hältst. Ich muss es ja eingehen. Ich habe ja keine andere Wahl. Und jetzt kann ich Overdrive durchspammen. Was? Das darf doch nicht wahr sein! Wie bist du denn invested? Was hast du dir denn vorgestellt in deinem Leben? Warum machst du das? Scheiß, die Wand an, warum ist das so? Ach, das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Warum habe ich den dann so gesweetcreamt? Das hat ja überhaupt nichts gebracht. Stirbt mein... Ei, nee. Stone Edge, daran stirbt er. Kann aber auch missen. Ich muss es eingehen, glaube ich. Wobei, ich krieg ja Intimidate raus.
minus 1. Das ist... Nee, ich bin ja mega. Normales Garados bekommt... Nee, wobei... Nee, ist schon genau richtig. Ich kann das machen, da bekomme ich von Stone Age nicht so viel. Waterfall nehmt ihr halt eben raus. So, guck mal. Zack, Mega-Evolution. Ich bekomme dann 30-36%. Ich bin gerade so am Ölen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich könnte hier ein Schlauchbrot aufladen. Übersehe ich irgendwas? Übersehe ich hier irgendwas? Übersehe ich irgendwas? Hat er irgendeine... Nee, Hidden Power Bug. Ja, sicher. Natürlich, wenn er das spielt. Fairy, nein. Fighting, Rock Smash. Ja klar, sicher. Ich übersehe hier nichts, oder? Ich kann aber auch nicht greedy werden. Oder kann ich einen D-Dance drücken? Dann bin ich auf jeden Fall schneller als er. Oder bin ich das überhaupt? Weil hier habe ich ja auch gespeed-creeped. Bin ich nicht? Ach nee, ich habe ja... Ja, klar. Wie gesagt, gespeed-creeped. Da muss ich einfach safe auf Waterfall gehen. Bleibt ja nichts anderes übrig. Der macht nicht so viel Schaden halt eben gegen mich. Rock Tomb, genau, er macht mich damit halt eben zumindest langsamer. Aber ich weiß nicht, womit er mich gleich killen kann. Er ist auf jeden Fall down. Der Crit, der hat gemattert. Nein, damit Kobalion jetzt schneller ist. Aber ist okay. Nee, ist gar nicht okay. Scheiße, Kobalion ist damit halt eben schneller. Und damit killt er mich, weil er CC halt eben dann drückt. Und CC killt mich wahrscheinlich. Alter, das funktioniert. Ey, das wird jetzt nicht schon wieder ein 1-0, oder? Nee, Close Combat nimmt mich auf jeden Fall raus. Kenne ich das Item schon? Nee. Könnte AV sein. Klar. Bringt mir nichts. Wenn ich jetzt Gazord... Das bringt mir rein gar nichts, jetzt in Gazord reinzugehen. Nichts. Was soll mir das denn bringen? Ja, CC. Scheiße. Fuck, das darf nicht wahr sein. Es sah so schön aus in dem Moment. Und dann, ah, scheiße, die Roll halt. Aber er hätte ja auch gemisst einmal. Das, ach, verdammte Axt nochmal. Das hätte funktionieren können. Es wollte aber nicht. Komm, für den Fall, dass ich es schaffen sollte. Aber nein, tue ich leider nicht. GGWP. Ah, das darf doch nicht wahr sein. Es war so cool. Das Klavin hätte funktionieren können. Ich weiß nicht, das... Ich muss ihn unbedingt fragen, wie er sein Aerodactyl halt eben gespielt hat, leider. Dass er es halt eben leider so gespielt hat und wie er es halt eben dann gespielt hatte. Ich merke immer mehr raus, wenn ich sowas mache, wie auf dem Speed Creep und so weiter, dass ich damit immer auf die Schnauze fliege. Aber wahrscheinlich dachte er sich so, weil ich irgendwas scarfen werde, weil ich habe ja keine schnellen Mons in meinem Team, dass er dann wahrscheinlich einfach sagt, okay, damit der Scarfer einfach nicht auf die Chance oder in die Chance halt reinkommt, dass er mich outspeeden kann. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das sein Hintergedanke war. Ja, schade, auf jeden Fall. Aber war trotzdem, wie ich finde, ein ziemlich cooler Kampf. Wäre Klavion durchgekommen, hätte Draining Kiss gedrückt. Ich werde darauf nicht klarkommen. Das wäre so schön gewesen. Ah, wenn dieser Set funktioniert hätte, ich hätte mich ausgezogen. Ich hätte mich nackig gemacht für euch. Wie dem auch sei. Gehe wieder rein in meinen Welsh Pub. Ihr wisst Bescheid. Jetzt brauche ich Alkohol nach so einem Match. Ich bin auch komplett durch. Ich weiß immer noch nicht, warum sich die deutsche Natur sich dazu entschieden hat, hier die Wüste Saharas nachzuspielen. Ich mag es auf jeden Fall nicht. Haut da rein, trinkt genügend Wasser. Und tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal.